Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Neuter. Und ich glaube, wir gucken uns heute auf jeden Fall mal noch ein Völkchen an, vielleicht auch noch zwei. Aber ich bin ja momentan sehr stark am Ausprobieren, was auf meinem Kanal so funktioniert und was nicht unbedingt. Und Neuter macht mir persönlich Spaß, aber euch anscheinend nicht so ganz. Was aber trotzdem nicht kein Problem ist. Aber trotzdem, ein bisschen zeige ich es noch. Ich habe es auch noch einige Male privat gespielt. Und Alter, was du da für Zaubersprüche machen kannst, das ist eine echt coole Sache, muss man sagen. Weil gerade die Zaubersprüche, mit denen du sehr viel kaputt machen kannst, die werden sehr witzig auf Dauer. Okay. Das ist wie der hier, nur mit Bouncen. Den müsste ich doch umbauen können. Ja, ist ein bisschen anders. Also es gibt teilweise dann halt Zaubersprüche, die wirklich sehr viele Sachen kaputt machen. Also wirklich große Löcher in Wände reißen. Und dann wird es dann echt witzig. Gerade wenn man dann auch in die tieferen Ebenen kommt, kann man dann doch ganz gut Riot gehen, wie man das so schön sagt. Na gut, hier kommen wir jetzt leider nicht durch, weil das Problem, weil aktuell habe ich ja quasi, am Anfang hat man immer nur eine Waffe, mit der man Wände zerstören kann, und davon hat man halt leider nur, Alter! Und der hat man, ist jetzt gut! Und der hat man nur 3 Schuss. Jo, der killt mich jetzt gerade so ein bisschen. Au! Komm ruhig her. Geht doch. Tot ist er. Alter, das hat Nascha Geld gebracht. Leider bin ich aber auch so gut wie tot. Aber wir können noch. Wir können noch ins nächste Level kommen. Super, jetzt ist er überall Giftgas. Gut, dann sprengen wir die Scheiße halt hier einfach weg. Ach, verdammt, genau. Genau da gesprengt. Stimmt, wo Bettung ist. Das lassen wir uns. Ich habe einen Lebenspunkt. Das lassen wir uns nicht entgehen. Drüben ist Schrotflintenman. Oh, knapp. Irgendwie momentan stehe ich auf so Spiele. Ich habe ja auch eine Switch. Und da spiele ich momentan zum Beispiel SteamWorld Dig 2. Da geht es ja im Prinzip auch mehr oder weniger darum, immer weiter in den Untergrund vorzustoßen. Das macht halt schon relativ viel Bock, muss ich sagen. Was hat der Kollege jetzt davon, dass er sich verbrannt hat? Nappi. So, jetzt fackelt es natürlich alles ab. Da habe ich nichts von. Ein bisschen im Blut laben, dann brennen wir nicht so schnell. Da ist wieder Shotgun Man. Die sind gefährlich. Die können echt weit schießen mit den Dingern. Scheiße, jetzt brennt es hier überall. Holla, die Waldfee. Was ist das denn? Das ist irgendein schickes Metall, das ich noch nicht kenne.
Und was passiert? Das war glücklich. Das war ein Crit. Nein, ich hätte es eben berühren können. Na, so. Neuer Wand, der dreimal zu benutzen ist und Bomben herstellt. Okay, das ist gut. Kriegen wir so nicht weg. So, kommen wir durch. Equipped Berserker Flask. Okay, und jetzt ist hier noch. Wie komme ich denn hier rein? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hoffentlich zerstöre ich das Zeug nicht. Nö, das ging. So, hier gibt es ein bisschen teuren Shit. Black Hole hört sich doch nett an. Wir heilen uns jetzt aber erstmal. Uiuiui. Alter, wie teuer ist das Zeug denn bitte? Sehr, sehr teuer. Ah, verdammt. Black Holes sind mega teuer. War vielleicht nicht hundertprozentig clever, das zu tun. Warum ist hier ein... Was sagt das? Warning, this wand doesn't have enough mana for Black Hole. Okay, hiermit geht's. Vampirismus, Greed. Greed, wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld, Geld, Geld. So. Lass mich in Ruhe. Jo, toll. Oh, oh. Wenn das Zeug drauf geht, will ich dann nicht unbedingt draufstehen. Geld ist jetzt natürlich weg. Da ist so ein Feuerkerl. Den legen wir uns jetzt erstmal nicht an. Okay, um Gottes Willen. Leider gerade nicht allzu viel Energie, um Gottes Willen, ey. Ich falle immer tiefer. Oh mein Gott. So. Oh shit. Sind wir Badass Berserker. Die Maus leider auch. So. Ich weiß zwar nicht, was dieses Berserkertum tut. Aber ich hoffe einfach mal, dass es gut für uns ist. Gift ist es jedenfalls nicht. Ich finde es so lustig, dass das dann alles überall rumfliegt. Das Zeug. So. Nehmen wir stattdessen den hier.
Der ist nett. Den können wir vielleicht auch ein bisschen aufpimpen noch. Ich habe schon wieder nur 6 Leben, aber... Ja, geil. Das war knapp. Also mit Wasser kannst du scheinbar alles abwaschen. So, was haben wir hier? Das sind Wands. Schießt das kleine Kettensägen, das sieht zumindest so aus. Ich verstehe noch nicht so ganz, wann man unbegrenzten Mana hat und wann nicht. Also die haben ja begrenzt. Capacity 3. Die haben Capacity 6. Aber das hier ist die Capacity, glaube ich. Verstehe ich noch nicht so ganz. Also hier kann ich nur... Also hier kann ich dieses Mal nur Wands kaufen. Der einzige, den ich mir leisten kann, ist der hier. Setzen wir den hier mal. Keine Ahnung, was der kann. Concentrated Spells. Enemy Knockback und Oil Blood. Weiß ich nicht, was es macht. Lol. Damit kann ich fliegen. So. Gucken wir mal, was die Dinger drauf haben. So, wir sind in den Snowy Depths. Also damit kann man auf jeden Fall auch den Boden kaputt machen, aber das bringt mir leider nichts, weil ich wegfliege, wie blöd. Also man kann super schnell flüchten, aber ob das so sinnvoll ist? Komm schon! Das hat sich rentiert, da ist noch einer am Leben. Au. Alter. Was passiert denn da? Dem kann ich auch Glas kaputt, nicht Glas, Eis kaputt machen, okay. Okay, jetzt habe ich Geld ohne Ende, wollte ich gerade sagen. Sehr gut. 345 schon, das ist nice. Noch ein neuer Wand. Ich glaube, wir ersetzen mal unseren Standard Wand. Nur hier ein Loch in den Boden blasen. Geht's da irgendwo weiter? Ja. Na gut, ist halt ein Schuss, macht viel Schaden, prallt dann nochmal ab. Für größere Gegnergruppen könnte der interessant sein.
Aber so wirklich wissen, was man tun muss und wohin man gehen muss, weiß man ja auch nicht so ganz in dem Spiel, ne? Aber die Devise ist jetzt einfach nur mal nach unten, nach unten, nach unten. Weil die Frage ist, hier geht es hier irgendwie nicht mehr weiter. Was macht man dann, wenn es nicht mehr weiter... Okay, hier doch, hier geht es weiter. Hier geht es nicht mehr weiter. Keine Ahnung, ob das Sinn macht, sich jetzt quasi versuchen, da durchzusprengen. Ich weiß ja überhaupt nicht, wo es noch hingeht. Null. Da ist Geschütz oder sowas. Krass. Das hat Geld fallen lassen. 645, wenn ich das überlebe und ins nächste Level komme. Halleluja. Hier ist irgendwas schon weggenommen worden. Hier lag mal was. Ach guck mal, hier ist noch ein Wand. Keine Ahnung, der Zweier-Wand ist irgendwie super creepy. LOL. Das ist praktisch, würde ich jetzt mal sagen. LOL. Au. Und das ist gefährlich, würde ich jetzt mal sagen. Ich könnte noch ein bisschen Platz brauchen. In meinem Inventar. Bomben brauche ich auf jeden Fall. Und mit dem anderen Ding kann ich mich irgendwie nur... Weil ich finde den ja schon ein bisschen schicker, muss ich sagen. Den behalten wir mal lieber. Sehr schön. Was haben wir im Angebot? Können wir uns auch richtig geile gucken, kaufen. So, hier sind jetzt wieder Spells, keine Wands. Das ist einfach nur Spark Bolt. Spark Bolt with Timer. Nehmen wir mal den Spark Bolt und den Quadruple. Ne, den kann ich mir nicht leisten. Komm, nehmen wir zweimal den hier. Frag mich, was das jetzt bringt. Müssen wir mal ausprobieren mit normalen Wänden. Saving Grace, Melee Immunity, Fire Immunity. Das ist praktisch, glaube ich. Da ist ein Schütz. Da kann ich nicht bekämpfen, wenn ich zu weit oben bin. Ach, Feuer-Immunity. Oh, geh doch. Und da kann ich jetzt einfach drin stehen. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe nicht verstanden, wie ich jetzt hierher gekommen bin, ehrlich gesagt. Ich bin super verwirrt. Freezing Vapor.
So, aber hiermit komme ich durch die Wände mit allen, mit den Dingern. Jo, sehr schön. Damit kommen wir sogar ziemlich gut durch, aber ich nehme jetzt mal... Ah ne, das kann ich gar nicht hier machen. Diesen Spark with Timer nehme ich dann mal raus. Das schießt mir ein bisschen langsam. So. Loch in der Wand. Und da haben wir noch einen Wand. Den brauche ich eigentlich nicht mehr. Der sieht nett aus. Der macht einfach Löcher. Ah, guck mal, da ist eine Kiste. Da ist einfach ein Haufen Gold drin gewesen. Oh shit. Oh, ich glaube, so weit war ich tatsächlich noch nie. Auch nicht, wenn ich privat gespielt habe, weil ich vorhin einfach runtergefallen bin. Das hat echt viel gebracht. Joa, wenn ihr Bock drauf habt, noch eine Folge zu sehen, schreibt es in die Kommentare. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es ein super Spiel. Bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.